Hallöchen, Freunde! Ich habe wieder eine neue Nachricht von euch bekommen. Ganz viele wieder auf Instagram. Und zwar soll ich unbedingt mal bei KFC die neuen vegetarischen Sachen probieren. Da gibt es wohl einen Wrap und auch einen Burger. Und das machen wir natürlich heute. Ich dachte, ich gucke allgemein noch mal ein bisschen, was es hier so im Menü gibt, ob mich noch irgendwas anspricht. Ihr wisst ja, ich war schon mal bei KFC und das sage ich euch ja auch ganz ehrlich, es war gar nicht mein Geschmack. Viele feiern es, viele konnten es auch gar nicht verstehen. Aber das ist ja das Schöne an Geschmack, ne? Und das ist ja das Schöne an dieser Welt, dass einfach jeder ja irgendwas anderes mag. Was ich aber wie gesagt cool finde, ist, dass auch die jetzt tatsächlich was Vegetarisches rausgebracht haben. Okay, und dann fahren wir auch mal durch den Drive. Ich bin übrigens clever und habe schon angerufen und die haben es. Ja, das mache ich jetzt übrigens immer so, bevor ich mir hier die Kilometer mal den aktuellen Spritpreisen... Okay, ich fahre ja jetzt aktuell Elektro, aber trotzdem, man muss ja kein Geld verschwenden, ne? Deswegen rufe ich da jetzt immer vorher an, bevor ich so Video drehe. Hallo, ich hätte gern einmal den vegetarischen Burger. Vegetarische Burger, Colonel, gerade vegetarisch. Genau. Und einmal den vegetarischen Wrap. Wrap. Genau. Ein Pommes? Genau, eine Pommes. Ketchup oder Mayo? Ich hätte gern, glaube ich, was gibt's denn noch? Irgendeine Pommes, diese Pommessoße. Dann Chili Cheese Pommes, meinen Sie? Ja, also normale Pommes, aber dann die Soße dazu. Geht das? Ja. Ja. Das sind gleiche, also. Okay. Ich bin übrigens auch so gut vorbereitet heute, dass ich sogar Bargeld dabei habe. Food ist da! Yes. Cool. Ging mega, mega schnell und die waren super organisiert. Freut mich auf jeden Fall, dass wir die Veggie-Sachen hier haben. Und wir fangen auch direkt einfach mal, würde ich sagen, mit dem Wrap an. In dem letzten Video habt ihr das total gefeiert, dass ich ein bisschen so erzählt habe. Oh, das sieht aber schon mal gut aus hier. Ich mache den mal einmal so vorsichtig so ein bisschen auf, um zu gucken, was hier drin ist. Ah, wir haben hier auf jeden Fall eine Soße. Das ist ja nur vegetarisch, ist ja logisch, ne? Das sind noch nicht vegan. Also wir haben eine Soße, die wahrscheinlich irgendwas auf Mayo-Basis ist. Salat, Tomaten und dann dieses vegetarische Fleisch. Die Soße ist ja richtig gut gewürzt auf jeden Fall. Die schmeckt mir richtig gut. Also ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich nicht wüsste, dass das hier vegetarisch ist, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, gerade im letzten Jahr hat sich diese Branche nochmal so krass weiterentwickelt. Schmeckt richtig gut. Für meinen Geschmack ist es ein ganz bisschen zu viel Soße, aber das kann man ja nächstes Mal rein deutlich auch sagen. Bitte schaut euch die Konsistenz mal an. Ah ja, okay. Wenn man es einzeln isst, dann schmeckt man es vielleicht ein ganz bisschen. Aber dadurch, dass das so gut gewürzt ist, schmeckt man es halt in dem Gesamt gar nicht. Sowas fehlt noch bei Burger King und McDonald's. Könnten sie ja eigentlich, oder? Ja, das würde ich mal sagen. Also ich muss sagen, ich bin so krass begeistert. Ich habe wirklich nichts erwartet nach meinem letzten Fail hier, was ich ja alles gar nicht so mochte. Ganz klare 5 von 5. Vor allem diese würzige Soße, die ist ganz leicht, ja scharf kann man eigentlich nicht sagen, aber irgendwie ist die leicht gewürzt. Okay, probieren wir mal die Pommes. Da sind Pommes drin und ich habe hier noch so ein Ding mit Soße. Ah ja, das sind wirklich nur Pommes. Oh Gott, so viele wollte ich eigentlich gar nicht. Ich hätte auch eine kleine genommen. Okay. Die Pommes sind ein bisschen, die sind ein bisschen wabbelig. Ich mache mal hier diesen Dip auf. Ach, die ist ja heiß, die Soße. Oh Gott, mein Freund wird mich umbringen. Mit Jalapeno-Stückchen hier drin. Also Pommes sind nicht so mein Fall, weil die, wie gesagt, finde ich, schlecht gewürzt sind. Beziehungsweise sehr weich. Vielleicht könnt ihr es sehen, in der Käsesoße sind unten, glaube ich, auch rote Bohnen drin. Das finde ich ganz lustig. Das würde ich mir jetzt nicht nochmal bestellen, muss ich sagen. Dass mir irgendwie dann, der Käse ist nicht so 100% mein Ding. Ich finde, der schmeckt nicht so wie im Kino. Aber das sind auf jeden Fall McDonald's und Burger King Pommes besser. Sagt mal, wo ihr am liebsten die Pommes mögt. Das würde mich mal interessieren. Ich habe euch auf Instagram nach Fragen gefragt den einen Tag. Und ich dachte, ich beantworte nochmal die eine oder andere, während ich hier gleich den Classic vegetarischen Colonel TS oder so probiere. Ich bin mal gespannt. Und zwar eine Frage war, wie sieht es jetzt mit eurem Haus aus? Also ihr wisst ja vielleicht, ich mache den hier übrigens auf, dass wir aktuell zur Miete wohnen. Aber wir sind da ja schon eingezogen. Genau jetzt vor einem Jahr und haben gesagt, wir würden gerne irgendwann was Eigenes kaufen. Ich glaube, das wollen ja auch viele, wie wir wissen alle. Aber aktuell gibt es noch nichts Passendes, muss ich sagen. Also wir haben bei uns, wir suchen auf sehr kleinem Raum, muss man halt sagen. Also wir haben halt schon so eine Gegend, wo wir gerne wohnen wollen würden. Und ich habe jetzt am liebsten sogar eine Straße. Ich weiß, das klingt absolut krank. Ich weiß aber auch, dass da ab und zu irgendwann was frei werden wird. Deswegen denke ich einfach, so das Schicksal wird uns irgendwann das richtige Haus bringen. Wir gucken mal rein. Und ja, so sieht übrigens der Burger aus. Ich mache den auch mal hier so ein bisschen auf. Also wir haben hier oben eine Soße. Okay, dann Salattomaten. Das sieht aus wie eine Käsesoße. Ach, da ist auch noch Käse drauf. Vielleicht habt ihr eher so eine Mayo. Okay. Mhm. Das ist so eine typische Burgersoße. Genau, Käse ist da auch drauf.
Irgendwas ist daran voll süßlich. Okay, also ich bin nicht dahinter gekommen, was dieses Süßliche hier ist. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass der Käse gut geschmolzen ist. Das zeigt also, dass der Burger echt schön warm war, als sie das gemacht haben. Das Chicken hier ist ja praktisch das gleiche wie in dem Wrap eben. Und es ist einfach hammermäßig. Man schmeckt es einfach gar nicht. Und also ich muss es einfach sagen, das ist so gut geworden und ich kann es gar nicht glauben. Aber das kann man sich wirklich mal gönnen. Ich finde es mega, dass die da einfach auch drauf achten. Bevor ich den jetzt bewerte, kam noch eine Frage. Und zwar, falls ihr mir auf Instagram folgt, was ihr übrigens dringend tun solltet, dann wisst ihr, dass wir ein Haus gekauft haben. Aber nicht zum selber einziehen, sondern zum Renovieren. Und ganz viele fragen da immer, weil ich glaube, das kennt man ja so von anderen Leuten, die kaufen eine Wohnung oder ein Haus und vermieten das Ganze. Und wir renovieren aber und verkaufen wieder. Und da haben schon ganz viele geschrieben, hä, aber das lohnt sich doch gar nicht. Ist doch voll teuer und so. Aber da wollte ich ein bisschen was zu sagen. Also, das ist natürlich ein riesiges Thema, das wissen wir ja. Das Ding ist halt, aktuell sind die Marktpreise so krass hoch. Und wenn man eine renovierungsbedürftige Immobilie aus irgendwelchen Gründen findet, entweder durch Bekannte oder irgendjemand anders, und man sagt, das ist ein, sagen wir mal, Schnäppchen, dann kann es sich halt wirklich lohnen, wenn man das renoviert. Aber man muss halt immer auf diese Spekulationssteuer achten. Deswegen, wir kaufen das halt, weil wir eine GmbH haben. Also deswegen ist das sozusagen möglich. Deswegen haben wir das mit der Spekulationssteuer auch nicht. Dann wird das alles anders gehandhabt. Aber das wollte ich mal aufklären, weil das haben schon ganz viele gesagt. Oh, nicht, dass ihr das vergesst und so. Zum Glück ist mein Freund da sehr fit drin und weiß alles. Deswegen, ja, der hat mir schon ganz viel beigebracht und wir kennen auch genug Leute, die das schon gemacht haben und so. Und das Hausprojekt ist wirklich ein riesiges. Also ich habe es am Anfang nicht so krass eingeschätzt. Das ist eigentlich eine Kernsanierung, muss man sagen. Also ja, das ist von 1925, aber man kann daraus was so Schönes machen. Und ich freue mich da so sehr für diese Family, die da irgendwann einziehen wird. Weil die bekommt wirklich ein niegelnagelneues Haus mit einer Dachterrasse, die es vorher nicht gab, und einem schönen Garten, der jetzt schon schön angelegt ist, aber einfach gepflegt werden muss. Wir haben eine Wand aufgerissen, eine neue Küche natürlich, neue Badezimmer, eine Regenwalddusche, die sozusagen so eine Höhle ist, weil das vorher so eine Absteckkammer war. Das ist so ein ganz verwinkeltes Haus und man kann da aber ziemlich viel draus machen. Also es ist mega, mega cool. Und ich würde übrigens den Burger 4 von 5 geben. Der Wrap war mehr mein Ding noch. Weil da hat irgendwas Süßiges, was mich irgendwie so ein bisschen irritiert. Aber es schmeckt nicht schlecht, also 4 von 5. Ja, das ist so der aktuelle Stand mit dem Haus. Also falls euch das interessiert, schaut da gerne auf Instagram vorbei. Da mache ich immer wieder Updates. Ja, das soll so in 4 bis 6 Wochen fertig sein. Aber sowas verzögert sich natürlich, das muss man alles mit einrechnen. Aber ja, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Nächste Woche kaufen wir übrigens eine Wohnung, die wird aber vermietet. Also da haben wir auch ein Schnäppchen gemacht. Man muss da wirklich auch mal die Augen und Ohren offen halten, es sind Bekannte oder vielleicht, wie gesagt, auch bei ganz normalen Internetseiten, Immonet und so, da findet man eigentlich mal was. Dauert zwar seine Zeit, man muss da wirklich auch dranbleiben, aber dann findet man was. Und eine Frage war noch zu dem Thema Auto, da wollte ich doch auch gerne nochmal was sagen. Und zwar, ja, das Autoproblem, das altbekannte Autoproblem. Ihr habt ja schon sehr viele Autos bei mir gesehen hier. Ich hatte ja ein Opel bis Oktober letzten Jahres und hatte mir im März letzten Jahres einen Jaguar bestellt. Das war eigentlich also ein SUV, so dieser kleinste SUV, den die haben. Genau, und das Autoproblem war dann, dass es ja ein Elektroauto sein sollte. Das war zumindest mein Traum, beziehungsweise ich habe mich für Hybrid entschieden, weil wir haben ja schon ein Elektro. Das wir haben, also mein Freund fährt ein Elektroauto und wir dachten halt, falls wir mal längere Strecken fahren sollten, was wir ehrlich gesagt eigentlich nie tun, aber ja, man weiß ja nie, ne, wenn mal irgendwas ist oder so, man sagt, man muss jetzt nach Berlin fahren und man hat sonst kein Auto, weil das schafft man ja sonst nicht, muss man halt anhalten und halt irgendwie dann aufladen und das dauert ja auch ein bisschen. Dann wäre halt auch so ein Hybrid cool und so und ja, das leider ist das Auto nie gekommen, weil es da ja so aktuelle Lieferprobleme gibt und ich weiß, dass es ganz vielen von euch auch so geht, also es hat gar nichts mit der Marke zu tun. Ich kenne ganz viele, die wollten den Fiat Elektro, diesen Fiat 500 oder irgendwelche anderen. Ich glaube, das lag halt an diesen, an irgendwelchen Teile, die irgendwie nicht geliefert werden konnten. Jetzt durch die anderen aktuellen Umstände, ja, gibt es noch mehr Verzögerungen und es ist eigentlich aktuell kaum möglich, ein Auto zu bestellen und zu leasen. Und dann bin ich, und ich glaube, das sollte so sein, deswegen wollte ich euch das erzählen, darauf gekommen, weil man ja alles eigentlich sozusagen immer neu will. Ich habe so gedacht, hä, aber warum muss ich denn eigentlich ein neues leasen? Also für mich ist leasen, deswegen fragen auch mal viele, für mich ist leasen etwas, was ich unbedingt machen will, einmal aus wirtschaftlicher Sicht und zweitens, weil ich auch das mag mit diesem alle 2-3 Jahre was Neues. Da muss aber jeder das für sich entscheiden und vor allem sollte man das auch immer für sich ausrechnen. Also man sich sehr wirtschaftlich orientieren möchte, sehr, sagen wir mal, so die richtigen Entscheidungen treffen möchte, dann sollte man sich immer sagen wir mal, Gegenstände, die ihren Wert verlieren, wie jetzt, keine Ahnung, ein Auto, was man vom Hof fährt und schon an Wert verloren hat, weil man es sozusagen einmal gebraucht hat,
das sollte man eigentlich nicht kaufen. Aber dann, natürlich gibt es ja Ausnahmen. Also wenn man sagt, man fährt ganz wenig oder ganz, ganz viel, dann, oder man hat eine bestimmte Marke und man sagt, nee, das ist mein Traumauto, das weiß ich, fahre ich für die nächsten 10, 15 Jahre, dann ist das was anderes. Aber für den Gedanken ist es eigentlich praktisch. Deswegen sage ich auch mal, es wäre auch praktisch, ein iPhone zu leasen oder so. Weil an sich ist es auch etwas, was seinen Wert verliert. Naja, egal, ist nochmal ein anderes Thema. Aber deswegen habe ich mal gedacht, warum eigentlich nicht einen Gebrauchtwagen leasen? Und dann habe ich mich mal umgeschaut bei meiner Traummarke. Das sage ich euch noch nicht, sage ich euch erst, wenn das Auto da ist. Ich sehe schon den Shitstorm auch incoming. Und habe mal geguckt und habe, ihr glaubt es nicht, ein Auto gefunden in der Nähe von Duisburg, was ein paar Jahre alt ist, super gut, im super Top-Zustand, hat ein ganz netter Mann. Und das kann ich jetzt leasen für 3 Jahre und habe den gleichen Preis, wie ich vorher hatte und sag so, Hammer. Hammer, so viel Glück, und das ist das Auto, was ich mir als Kind immer ausgemalt habe, und ich freue mich auch so, dass ich sozusagen dem so einen zweiten Besitzer geben kann. Das ist halt von 2014, kann man sagen, okay, ist jetzt nicht super neu, aber das war mir auch nicht wichtig. Also ich wollte gerne SUV und so, also ich freue mich darüber voll, weil ich das Gefühl habe, so, jetzt ist es kein Elektro, aber das gab es halt aktuell nicht. Ja, das ist so ein kleines Auto-Live-Update. Also ich hoffe, das ist jetzt, kommt irgendwie immer richtig rüber. Also ich glaube immer, auf YouTube ist das Problem irgendwie, dass die Hate-Kommentare schon sehr krass geworden sind. Und auf Instagram ist das halt gar nicht so. Da gönnen sich die Leute irgendwie viel mehr. Und so ist es gefühlt schon, wenn man sagt, ich wünsche mir ein neues Auto, heißt es, sei froh, dass du überhaupt ein Auto hast. So, ich habe ja jetzt übrigens, das wollte ich auch noch sagen, Kurzzeitleasing. Weil ich ja gehofft habe, dass mein anderes Auto noch kommt. Das habe ich jetzt aber, wie gesagt, bin da zurückgetreten vom Vertrag, ohne Kosten. Den ist auch total verstanden und habe jetzt einen neuen unterschrieben. Der wirklich kommt, weil er existiert ja schon. Ich fahre übrigens aktuell den Opel Mokka Elektro. Kann ich auch empfehlen. Also der ist auch ganz süß, aber es ist halt kein richtiger SUV. Also das wird zwar als Mini-SUV gehandhabt, aber das ist eigentlich nicht. Aber ansonsten, Elektro ist einfach auch nice, muss ich sagen. Sehr schade, dass das sich jetzt nicht ergeben hat. Aber dann vielleicht in 2, 3 Jahren, wenn ich das Auto abgebe. Und ja, das war mein kleines Live-Update. Also ich muss sagen, von KFC bin ich sehr positiv überrascht. Ich bin ja wirklich mit wenigen Erwartungen hier rangegangen. Sagt mir gerne, ob ihr diese Art Mukbang, also mit ein paar Fragen beantworten, cool findet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und bitte nett sein. Und dann sehen wir uns gerne auf dem Instagram wieder, falls euch das Spaß macht und gefällt. Und dann bis dann. Ciao!